Die gefluteten Tunnel. Mein mysteriöser Freund hatte recht, die Tunnel stehen tatsächlich unter Wasser. Um einen Abstieg fortsetzen zu können, muss ich die hiesigen Schleusenpumpen finden und den Wasserstand senken. Der Gestank scheint unerträglich und lässt mich würgen, aber warum sollte der Saboteur die Tunnel fluten? Was er sich wohl davon versprochen hat? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich hier schleunigst weg will, weil da unten läuft schon das rum, was ich kenne. Und das ist nicht gut. Okay, hier komme ich nicht lang. Also ins Wasser sollten wir vielleicht nicht gehen. Das ist keine gute Idee. Ja, ja. Solange du im Wasser bist, kannst du mir gar nicht, so Affe. Geh weg. Da kommen wir, glaube ich, eh nicht lang. Hör auf damit. Da gehe ich nicht lang. Oh Gott, wo muss ich denn lang? Oh nee, oder? Ich glaube, wir müssen da, glaube ich, gleich runter das Rädchen drehen. Vielleicht später oder so, aber vielleicht auch jetzt gleich, ich weiß es nicht. Ah, warte mal. Da war auf einmal der Sound weg. Och, nicht jetzt! Oh yeah! We are waiting for you! So, 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meinen eigenen Grenzen. Hier ist nicht Klemm und ich bin kein Illydiu. Zumindest noch nicht ganz. Die Hitze, die durch die geöffneten Halter des Zugangs durchzischen erzeugen wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgehen, wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und überschleichend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie in zwei. Da der andere Ort aus ihrer Zelle und ihren Vita-Splittern fliegt. Sie lebt sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind die Kreaturen dieser Welt. Dann werden sie hinfortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meinen teuren Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Diese Orte sind nun verdammt. Die Domizile gescheiterter Experimente, Geistern der Angst und der Buschhäufigkeit. Okay. Wir müssen noch so ein Pumpenrad finden. Sah zumindest gerade danach aus. Ja, ja, wow. Ich gehe bestimmt nicht ins Wasser. Auf der anderen Seite ist bestimmt das andere Rad, wo wir das Geräusch gehört haben. Ich will da nicht. Ah, hier kommt man gar nicht lang. Ach so. Na, umsonst in die Hose geschissen. Wie kommen wir denn zu der anderen Pumpe? Die ist auch zu. Okay. Boah, kann man sich aber gut verlaufen hier. Kamen wir von hier? Da lief doch gerade einer, oder?
Alter. Hör auf damit! Nimm! Ich rede doch, um mich gerade selbst zu beruhigen. Wir müssen eben wieder das zweite Pumpenrad kommen. Das muss auch in so einem Raum sein, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hier waren wir noch nicht, ne, oder? Sieht ja sehr einladend aus. Ach nee, ist der Startpunkt. Ich bin so schlau, ich bin zurückgegangen, toll. Wow. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da hinten lang? Was steht da hier? Aha, Schleusentor 1. Jetzt ist sie offen? Hier war doch vorhin zu, oder? War hier vorhin nicht zu gewesen? Ja, ja, ist gut da unten. Oh, ein Tonband. Quasi ein Grammophon. Aber wir können sie retten. Wir können sie frei machen. Wir können eine rotte alte Welt mit einer neuen Welt retten. Mr. Madness, du sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer. This visionary with whom you have embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you said about things that used to be upon. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Hier waren wir noch nicht. Hier ist ein Zettel. Wie komme ich da? Ah, hier. 17. Februar 1899. Und ich sagte, schau meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagen, ja Papa, ja, wir sehen sie. Eine hohe, verwirrte Spitze, eine steilwandige Pyramide, ganz ähnlich denen in Ägypten. Steine platzen vom Gipfel ab, Ranken verflechten sich mit den Stuckschlangen, die auf den Stufen gedieren, ein Spürer Stille, ein Gewicht des Vergessenen. Und hier hat der König gesessen, und hier haben die Priester gelebt. Dies Haus hier ist das Haus der Toten, und hier, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht werden. Nein, meine Lieblinge, wilde waren sie auf keinen Fall. Wisst ihr, sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer die einzigen Weg waren, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch. Oder vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herabfallen des Himmels zu vermeiden. Verhindern. So. Schön. Jetzt ist nur die große Frage, wie kann man denn nochmal zu dem... Das war hier hinten, ne, oder? Müde bin ich übrigens nicht. Vielleicht sieht das nur so aus. Vielleicht sieht das nur so aus. Oh, es ist laut. Vielleicht sieht das nur so aus, aber müde bin ich nicht. Ach, das kam ja auch noch. Ach, stimmt ja. Wie...
gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier einfach nur weg. Vielleicht werde ich nachher auch noch so ein Schwein. Oh mein Gott. Das sind also die Menschen, die durch die Maschine gegangen sind, die sich jetzt als Schweine verwandelt haben. Ach du heiliger Schussack. Oh Gott. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Das trifft's jetzt irgendwie gerade. Noch mache ich lustige Sprüche. Und so ging ich die Leiter hinab. In die Kanalisation. Mein DualShock-Controller ist fast leer. War ja klar. Was ist das denn? Okay. Ah, es ist schon cool gemacht. Man muss sagen, es ist so ein tolles Spiel. Hey! Aua! Das war keine gute Idee, hier runter zu springen. Jetzt ist alles rot. Da ist eine Leiter. Vielleicht sollte ich die Leiter nehmen. Und so ging ich weiter hinab. Hinab in die Tiefe der Maschine. Und was ich sah, war nichts. Nur Stahl um mich herum. Und weitere Leitern. Denn ich leitere weiter. Immer weiter hinab. Und ich musste einen Ausweg finden. Und was ich fand? Eine Leiter. Und diese Leiter führte mich hinab auf einen Fliesenboden mit einer Tafel. Was? Fluteinbruch? Notabschaltung in Kraft? Aha. Bürgepumpe, Wartungszugang. Ladebildschirm. Von Ebbe zu Rückgrat. Er legte seinen Kopf in den Schraubstock und drehte das Rad, bis der Schädel platzte und die Gedanken auf seine Schuhe tropften. Kurzzeitig linderte dies den Druck, doch schon bald war er zurück. Also, bei Kopfschmerzen einfach den Kopf in den Schraubstock einspannen und schon sind die Kopfschmerzen weg. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Nein. So. Alter, geil. Cool. Ich trinke mal ein Schlückle. Warte mal. Conversion in Mexico, Mr. Mandel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an armor. Ich wusste, dass du kommen würdest. Was? Oh Gott, wo sind wir denn hier? Oh, es geht nach oben. Gott sei Dank. Huhu. Yeah. Und wie ein Fahrstuhl glitt ich nach oben. The trickle to still waters. I dragged myself deeper into the temple, downward ever, towards a wind that felt the voices of my children, beckoning me to set them free.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir kommen eigentlich relativ gut voran. Wundert mich eigentlich. Okay, zwei Wege. Ich gehe mal zur Tür. Oder was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hätte ich mir... Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. Die kommen, glaube ich. Die werden es noch gefährlich. Was war das denn? Ist das wie so eine Strompumpe oder so? Was habe ich denn jetzt aktiviert? Ich drehe einfach mal an irgendwelchen Hebeln. Mache ich sonst auch immer, wenn ich irgendwo bin. War das so eine gute Idee?